Ja, wir wollen jetzt das alte Abitur 2012 rechnen. Da war diese trigonometrische Gleichung gegeben. Und jetzt ist die Frage, wie löst man die? Wir können auch mit Satz und Nullprodukt machen. Ja, bis auf das, dass ich hier nirgends ein Nullprodukt habe, geht das. Ausklammern. So ist es. Ausklammern. Bitte, bitte, bevor man einen Satz vom Nullprodukt anwendet, muss man erstmal ein Nullprodukt haben. Und das geht durch Ausklammern. Und wie gesagt, wer von Anfang an Nullprodukte anwendet, blindlings, und solche Leute haben wir, das gibt eben in der Regel ziemlich schnell ziemlich null Punkte im Abitur. Was muss ich nochmal ausklammern? Hab's vergessen. Was muss ich ausklammern? Weiß keiner. Das war Sinus x, weil der Sinus sowohl hier als auch hier Faktor ist. Das heißt, man kann den Sinus ausklammern und hat dann Cosinus x minus 2 und dann ein echtes Nullprodukt. Also hier mal ist gleich 0. So, jetzt die Frage. Kann ich dann nicht Sinus x und Sinus x gegenseitig wegkürzen, also dass nur noch minus Sinus x ist? Also die beiden zusammenfassen geht gar nicht. Also wenn ich als Beispiel habe, xy minus 2x, dann kann ich nicht sagen, das ist dasselbe wie y minus x. Also wenn, dann kann ich höchstens ausklammern. Diese Rechnung funktioniert zumindest im Allgemeinen so nicht. Also bitte, bitte mit solchen, also es gilt das Punkt vor Strich, das ist, wie gesagt, aus Klasse 8 muss das bekannt sein. Und bitte, wer mit solchen Dingen Schwierigkeiten hat, dringend, also das ist nicht das Gleiche natürlich, bitte, ihr müsst dringend die Algebra üben. Vor meinem ersten Leistungskurs habe ich ein Projekt gemacht an der Schule. Da gibt es sogar einen Film, einen Werbefilm zu dem Projekt. Und das Projekt hat folgenden Namen gehabt. Da war Projektwoche und ich habe ein Projekt angeboten, Algebra für den LK. Das heißt, und dann sind wir da gesessen und haben nur solche Sachen ständig gerechnet. Also aus Klasse 8. Und bitte, das muss dringend laufen. Gut, Sagen wir den Arcsinus von Stopp, stopp. Null. Habe ich damit die Frage beantwortet oder tot geredet? Ne, beantwortet. War okay, gut. So, jetzt können wir faktorweise 0 setzen. Also bitte Jetzt haben wir den faktorweise, Arcsinus von Null. bitte, bitte, bitte ganz wichtig, Leute, ihr dürft an manchen Punkten dürft ihr schnell sein, aber hier würde ich es nicht empfehlen. Also das heißt, ich setze zunächst mal einen Faktor gleich 0 und bitte das auch so hinschreiben, weil wenn man das nicht macht, dann Verrechenwahrscheinlichkeit ist gewaltig und wenn man sich bei so einem Ding einmal verrechnet, kommen da ziemlich schnell 0 Punkte raus. So, jetzt habe ich Sinus x gleich 0 und jetzt kommt nochmal weiter. Der Arcosinus von Null. Was ist der Arcosinus von 0? Das sollten wir wissen. Null. Jo, und ich schreibe das plus 2k pi in Klammern wie immer dazu. Das war das x1. Was ist dann das x2? Da müssen wir jetzt das Cosinus von x minus 2 gleich 0, das heißt, Nein, x2 gleich 0. nein, genau da sind wir wieder an der Stelle. Was ist das x2? Pi minus 0. So ist es. Bitte, das ist zu chaotisch, das ist zu schnell. Und wie gesagt, wenn man an der Stelle das Pi minus vergisst, die Aufgabe war 3 Punkte wert, das Pi minus vergessen, heißt, ich hab mindestens einen Punkt vergeigt. Also ein Drittel der Punkte. Und das ist Pi. So, jetzt kommt der zweite Faktor. Wie geht das mit dem zweiten Faktor? Der ist Cosinus x minus 2 ist gleich 0. Ja, oder Cos, ja, von mir aus, das kann man so schreiben. Oder Cosinus x gleich 2. So, wie geht es weiter? Das müssen wir jetzt auch mit dem A Cosinus machen. Was ist da? Was kommt denn da Das ist ja raus? Cosinus von 2. Und was ist der Argus Cosinus von 2? Gar nicht möglich. So ist es. Das heißt, deswegen,
bitte beachtet auch die Farbe, mit der ich geschrieben habe. Ich habe mit Rot geschrieben, das heißt Arcus Cosinus von 2 ist im Abitur, so wie ich es hingeschrieben habe, verboten. Das heißt, das geht nicht. Geht nicht. Im Abitur wohl auch verboten, aber häufig auch erlaubt ist dieses Blitzchen hier. Ja? Das heißt Widerspruch. Also es gibt Zweitkorrektoren, die finden das mistig. Bei uns an der Schule ist es jetzt erlaubt, aber wie gesagt, man muss den Zweitkorrektor nicht unbedingt reizen. Deswegen ist auch der Blitz mit Rot geschrieben. So, was heißt das jetzt? Ich schreibe es als W, also damit 1 steht zu 2. Nein, wenn ich das mache, geht alles kaputt. Wenn ich das Ganze zeichnerisch löse, dann sieht der Cosinus so aus und die 2 liegt hier drüber. Und da sieht man, dass es keine Lösung gibt. Da schreibe ich ja, geht nicht. Und geht nicht heißt keine Lösung. Also da kommt nichts dazu. Keine Lösung. Ja, das heißt, die schneiden sich nie. Das heißt, ich kann jetzt direkt die Lösungsmenge angeben. Wie lautet die Lösungsmenge? 0 plus 2 kpi oder pi plus 2 kpi, ja. Oder pi plus 2 kpi. Das ist richtig, das dürft ihr auch so schreiben, es wirkt aber hölzern. Auch das wieder, ja, das ist die gleiche Situation, die wir heute schon mal hatten, wenn wir uns den Sinus anschauen. Dann ist es eigentlich elegant zu sagen, ich habe 0 Pi, 2 Pi, 3 Pi, minus Pi, minus 2 Pi. Das sind alles Vielfache von Pi. Und wie gesagt, das hier ist eben das x1, das ist das x2 gewesen. Das heißt, man kann jetzt hier hinschreiben 0 plus, auch das wirkt schon hölzern, k mal Pi für alle k-Element z. Für die Nicht-Freaks, ihr dürft es auch so angeben. Aber wie gesagt, es wirkt halt komisch. Ja, das heißt, da sitzt man da und sagt, also der weiß nicht viel von Mathematik. Gut, jetzt kommt die Lösungsmenge im Intervall 0, 2 Pi. Und wie lautet die Lösungsmenge im Intervall 0, 2 Pi? Und wenn ihr das nicht wisst, dann macht er eine Wertetabelle und in diesem Falle ist es tatsächlich... Ja, Pi auf einmal, also Pi einmal. Ja, Pi ist richtig, was noch? 0. Ja, und war es das? Ja, wenn man hier genau die Zeichnung anguckt, sieht man, dass das 2Pi Grad auch noch drin ist. Das heißt, die 2Pi gehört auch zur Lösungsmenge, ne? Und das ist erstaunlich, weil das eben, weil wir hier irgendwie dieses plus 2 kpi im Geiste drin haben. Und da gibt es tatsächlich die 0 und die 2 pi. Das sind die ganz seltenen Fälle, die aber dann auftreten. Ich muss es trotzdem sagen, also im Zweifel macht man da eine Wertetabelle. In jedem Falle ist eine Zeichnung erlaubt und da sieht man, das ist 0, das ist 2 pi. Da habe ich 3 Nullstellen vom Sinus, die 0, die pi, die 2 pi. Das erwartet man von Amts wegen, dass ihr sowas auch ablesen könnt. So, gibt es da Fragen dazu? Die 2Pi, die kann ich nur an der Zeichnung ablesen, oder? Nein, das ist, wenn ich die Wertetabelle mache, dann kriege ich die raus. Das heißt, die Wertetabelle mit dem K sieht ja so aus, ich schreibe jetzt das x1 und das x2 hin. Da habe ich gesagt, minus 1, 0. Und dann muss man halt bis zur Frequenz gehen und die Frequenz ist ja 1. Ja? Und dann sehe ich, kommt beim x1, wenn ich das ausrechne, minus 6,28, 0, 6,28. Und beim x2 kommt raus minus, zumindest muss ich aufpassen, nicht, dass daneben liegt, 3,14. Und jetzt 6,28 plus 3,14, das ist 9,42. So sehen die Werte dann aus in der Wertetabelle. Aber immer dran denken, die Wertetabelle ist nur eine Krücke. Sie ist nicht falsch, aber sie ist nicht schön. Und theoretisch, wenn man so eng liegt, ist durchaus eine 2 auch noch erlaubt.
was auch immer da drin steht. Ich glaube, da steht dann hier 12,56 oder sowas. Also ich sage es einfach nur. Und dann sehe ich die nicht, aber die ist es und die stehen dann genau da. Gut, gibt es sonst noch Fragen?